Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch einen kleinen Vergleich geben zwischen dem Sony PRS-T1 und dem Sony PRS-T2. Das sind beide sehr gute Reader. Hier sieht man einmal den Schlafmodus. Aber kommen wir nun erstmal zu den Äußerlichkeiten. Also die Geräte wirken beide in der Version schwarz unterschiedlich. Dieses Gerät ist glänzend, dieses matt. Also das ist schon mal verbessert worden, weil beim Lesen stört die Sonneneinstrahlung auf diesem Gerät schon erheblich. Ja. Dann haben wir hier unten beim ersten Gerät einen Audioanschluss, also einen Ausgang für einen Kopfhörer. Und dieser fehlt leider bei diesem zweiten Gerät. Da muss man sich natürlich überlegen, wofür brauche ich das Gerät? Eigentlich ist es zum Lesen, deswegen ist es nicht weiter schlimm. Ja. Dann kommen wir zum Display. Das ist bei beiden Geräten gleich geblieben, dieselbe Auflösung und die Graustufen sind gleich. Ja, die Software ist natürlich etwas unterschiedlich. Beide Geräte kann man freischalten, also rooten, sodass ihr Android-Apps darauf laufen lassen könnt. Bei dem neuen Gerät gibt es schon ein Update, was dies verhindern soll, aber die meisten Geräte werden noch ohne dieses Update ausgeliefert. Ja, die Software ist hier natürlich ausgereifter, vielleicht etwas schneller. Hier sieht man die Einteilungsunterschiedlichkeiten. Hier haben wir Facebook und Evernote, bei diesem Gerät nicht, dafür wie gesagt diese Audiofunktion. Browser sind natürlich beide basierend auf Android, sehr schnell. Also wer das Gerät hat, braucht nicht unbedingt auf das Upgraden. Aber wer sich jetzt ein neues holen möchte, ist mit diesem Gerät definitiv besser bedient. Ja, bei beiden Geräten sind die Stifte dabei. Ich öffne nun wirklich einmal ein Buch. So. Ja, da haben wir auf beiden Seiten mal das Buch zu lesen, ein Buch zu lesen. Man erkennt schon, hier wird die Seite öfter aktualisiert, hier nicht so häufig. Das bedeutet, dieser kurze schwarze Bildschirm zwischendurch, das ist so ein Flackern, was bei E-Book-Readern bekannt ist. Hier passiert das auch nach einer gewissen Anzahl von Durchgängen. Da hat man es gerade gesehen. Ja. Das Menü ist identisch und falls ihr mehr zu den einzelnen Geräten wissen möchtet, könnt ihr euch die einzelnen Testberichte ansehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst das Abonnieren nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.